Guten Morgen, meine lieben Leute, die dieses schöne Video jetzt sehen. Ich bin mal gestartet. Es ist Samstagmorgen und das Wetter ist heute bedeckt. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Ich habe gestern schon mal eine kleine Runde gedreht, um zu probieren, ob das Fahrzeug so fahrbar ist. Ja gut, wie befürchtet, aber das ist halt leider, wenn man sein Zeugs drunternei verändert. Wie man sieht, ich habe meine Achse außermittig und dieses ganze Drum lässt sich dann ja die ersten paar Meter etwas kippelig fahren. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man das hier am Boden jetzt sieht, diese zwei dunklen Streifen rechts und links, das sind also meine Bremsspuren vom Hänger. Das war jetzt mal meine erste Bremsprobe und die ist also geglückt. Meine Bremse funktioniert ganz gut. Ja, geputzt ist er jetzt nicht weiter. Die Wasserspuren sind noch drauf von meinem Kleben, weil ich die Folie, das ist die Autofolie, wird mit einem dünnen Wasserfilm im Prinzip aufgebracht, dass man es noch verschieben kann. Und da sieht man halt hin und wieder noch ein bisschen. Aber ja, das ist ja sowieso noch nicht gesagt, dass das sich auf Dauer bewährt, weil das ja nun leider nicht so automäßig, lackmäßig meine ich, ne? Natürlich lange nicht hinkommt, aber das ist ja auch alles egal. Die Optik, ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Gestern waren schon ein paar interessante Blicke einzufangen und es wurde mir auch, ja, ein Lächeln zugeworfen und wie gesagt, jetzt fahre ich mal los und dann sieht man das, wie weit man kommt oder ja, ne, Berg und so weiter. Er ist ja nun leider auch ein bisschen schwerer geworden, wie ich gemeint hatte, das zu schaffen. Aber wenn man natürlich, wie man gerade gesehen hat, am Heck solche Dimensionen an Garagentoren einbaut, dann muss man sich nicht wundern, wenn das ganze Fahrzeug etwas schwieriger wird. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so hier schaut, das sieht man also ganz gut, Rasekante, Fahrzeugboden, das Fahrzeug hängt also, kann man sagen, fast im Wasser hinter dem Fahrrad. Und dafür, dass ich das ja eigentlich mehr oder weniger vorher ja nicht weiter probiert hatte, sondern alles nur mit einer großen Setzlatte eingestellt habe, meine ich, ist das eigentlich ganz in Ordnung von dem her. Und wie gesagt, jetzt lassen wir uns da mal überraschen. Zu dem Thema Spritzschutz hatte ich ja letztens mal einen kleinen Beitrag gebracht. Jetzt hängt hier natürlich wieder meine Taschen dran. Aber wie man sieht, mein Bremssattel hat also absolut keinen Dreck an sich. Und ich bin diese Woche im Wald unterwegs gewesen. Und man sieht also sehr gut, wie sich das Fahrzeug ja, vollsaut. Aber meine speziellen Schütz, wo ich hier montiert habe, wie man gut sehen kann, ist also das, was ich bezwecke mit dieser ganzen Verdeckerei von meinen Teilen gegeben. Und das ist das, was man möchte. Da unten sieht man es also auch noch mal ganz gut. Ihr seht jetzt auch, der Zahnriemen ist relativ sauber. Er hat natürlich da oben auf der Rückenfläche ein paar Spritzerle, das ist so. An den Zähnen selber sieht man jetzt nichts. Gut, wir werden sehen. Da kann man noch mal ganz gut in der Bremssattel neileuchten. Man sieht also, dass der schön sauber geblieben ist, ohne da irgendwelche. Oben liegt der Dreck, ne, wie man sehen kann. Und ja, genau. Okay, also wir machen erstmal einen Cut
und rollen weiter. So, ich bin dann mal im Laudertal, beziehungsweise doch Laudertal, oberes Laudertal. Glaub, ach Olaf. Naja, egal, auf alle Fälle bin ich hier gelandet und habe mir hier ein schönes Plätzle gesucht. Und jetzt gibt es dann erstmal was zu essen. Bin zwar jetzt nur nicht so viel gefahren, aber es ist ja heute auch erstmal eine Jungferntour, und auf dieser Jungferntour wird sich noch zeigen, was man noch verbessern muss. Es gibt noch bestimmt noch was zu verbessern, aber im Großen und Ganzen bin ich soweit ganz zufrieden. Vielleicht das ein oder andere Kilo noch spare, da muss man mal gucken. Also hier geht es jetzt gerade ziemlich windig zur Sache, und ich habe hier also eine sehr geschickte Stelle gefunden und habe mir da meinen Windschutz gebastelt, wie ihr seht. Also der Biber arg am Schaffen. Darunter sieht man zum Beispiel, das ist noch gar nicht so alt. An der Hiebe sieht man, ist eine Biberburg. Und ich habe mir schon überlegt, vielleicht bleibe ich hier stehen und habe vielleicht das Glück, einen Biber zu sehen. Das sind also alles frische Fraßspuren hier. Da könnte man eventuell das Glück haben und sieht mal einen. Da habe ich ja sogar noch so ein kleines Katzenschwänzle gefunden. Da. Vielleicht haben wir da eine bessere Tonqualität. Wäre ja gar nicht schlecht, ne? Ja, ich habe hier eigentlich einen ganz guten Platz gefunden. Schön windgeschützt. Es laufen zwar hin und wieder mal ein paar Leute vorbei, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, haben wir hier ein bisschen unsere Ruhe. Ich mache mir jetzt ein paar Nudeln und einen Kaffee. Habe auch noch ein Stück Kuchen dabei, was mir meine liebe Frau gebacken hat. Und ja, mal schauen, ob ich mir nachher hier gleich noch eine kleine Mittagsrunde gönne. Kleine Mittagsruhe. Schlafen habe ich ja bis jetzt noch nicht in dem Fahrzeug. Das wäre heute ja das erste Mal. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Wo es uns heute so hintreibt. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir rankommen. Da vorne auf der Wiese ist ein Storch.
Weil ich mit einer Hand fahre. Ja, wie also hier unschwer zu erkennen ist, ist die Brücke bloß schmal, weiter nichts. Das geht gleich noch. Und wenn man die jetzt fährt, dann gibt hier jedes Element unter uns nach. Ist geil. Bin ich immer der Meinung, fährst wie auf einem Pudding. Deswegen habe ich gleich gedacht, schiebst du sofort. Also diese Brücke bin ich jetzt nicht schon ein paar Mal. Habe ich schon ein paar Mal überquert. Von dem her habe ich mich auf dieses Experiment jetzt nicht noch einmal eingelassen. Und schiebe aus diesem Grunde. Ja, wir sind also hier jetzt kurz nach Zwiefaltendorf über der Donau Richtung Unlingen, Daugendorf, da hinten um Riedlingen zu. Mal gucken, ob ich bis Riedlingen noch komme. Oder auch noch ein Stück weiter. Das Wetter sieht ganz gut aus. Und es ist ja jetzt abends ein wenig heller. Länger heller, meine ich. Und ja, gucken wir mal, ne? Ja, wir sind jetzt hier kurz vor Bechingen. Das ist da zwischen Riedlingen und Zwiefaltendorf. Und hier auf der Wiese seilt da jetzt Gänse. Wildgänse. Schätze ich zumindest, dass es Wildgänse sind. Weil ich glaube nicht, dass ein Bauer seine Wildgänse oder Gänse hier draußen laufen lässt. Aber ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit behaupten. Auf alle Fälle ist es auch wieder ein schönes Bild. Ja, wie schön ruhig die da über die Wiese stolzieren und ihr Abendessen zu sich nehmen. So, ich bin jetzt hier in Bad Burau angekommen und direkt gegenüber der Feuerwehr habe ich jetzt hier diesen schönen Automaten gefunden. Und hier werde ich jetzt schön einkaufen. Das habe ich mir jetzt verdient heute. Ich habe heute gefahren 64,9 Kilometer und jetzt langt man hier richtig neu. Und dann fahren wir auf den Stellplatz und dann ist Feierabend für heute.